Moin, meine herzallerliebsten studierten Medizinfreunde, die der Meinung sind, wenn sie ihren Kittel anhaben, dass sie ganz genau sowas hier sind. Richtig, ich meine natürlich die Studierten, wie ich sie selber auch schon erlebt habe, ja? Du kommst mit deinem Rettungswagen in eine Marktpassage. Dort liegt ein Fußgänger, der ist gestürzt, hat sich ein bisschen wehgetan und du bist gerade dabei, mit deinem Kollegen diesen Passanten zu versorgen. So, es bildet sich langsam eine Traube Menschen drumherum, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Gaffer gibt's ja auch überall! So, und mit einmal hörst du nur, Achtung, Achtung! Halt, Stopp, Achtung! So, und dann siehst du nur, wie die Leute alle zur Seite geschoben werden. Und dann kommt da jemand in Zivil und sagt, Stopp, fassen Sie den Patienten nicht weiter an, ich bin Arzt! Ich übernehme jetzt hier die Einsatzleitung! Und du denkst dir, okay, ja, guten Tag, Herr Doktor, erstmal. Moin, ne, mein Name ist sowieso vom Rettungsdienst. Ja, das kann ich sehen, bin ja nicht blind, Sie haben eine rote Jacke an. Okay, gut. Ich merke schon, wir werden ganz gute Freunde. Was kann ich denn für Sie tun, Herr Doktor, jetzt wo Sie hier zu meinem Patienten gekommen sind? Erstmal ist das jetzt mein Patient, weil ich der Arzt bin. Und jetzt machen Sie mal Ihren Rettungswagen auf, ja, und Ihren Rucksack und alles, damit ich den Patienten hier vernünftig versorgen kann. In Anwesenheit der anderen Passanten denkt man dann lieber die Wörter, die man an dieser Stelle gerne sagen würde, spricht sie aber nicht aus, ja, und sagt, Mensch, Herr Doktor, kann ich Sie einmal ganz kurz sprechen? Ja, der Kollege bleibt bei dem Patienten und man geht mit dem Doktor ein Stückchen weg, ja, aus der Menschenmenge raus. War nicht so einfach, weil er war ja sofort Einsatzleiter. Und der super duper Heldenarzt schlechthin. Und ja, es gab ein kleines Wortgerangel, ne, aber auf normaler Lautstärke und auch auf normal fachlicher Ebene. Ja, und dann fragte ich den Arzt, gut, Herr Doktor, wenn Sie denn unbedingt die Einsatzleitung übernehmen wollen, Sie sind ja der Studierte, Sie übernehmen die Verantwortung. Was für eine Fachrichtung haben Sie denn? Wir haben ja jetzt hier einen Patienten, der ist gestürzt, ne? Vermutlich hat er eine OSH, ne? Also Oberschenkel-Halsfraktur. So, das könnte natürlich sein. Ja, wie, was bin ich für eine Fachrichtung? Ist ja wohl klar, ich bin Dermatologe. Dermatologe. Ja, Dermatologe. Sollen Sie mir jetzt also erzählen, Sie sind Notfallhautarzt, oder was? Naja, ich habe Medizin studiert, sagt er. Gut, okay, Herr Doktor, dann möchte ich Sie eins nur mal fragen. Haben Sie eine Marmel, oder was? Der Patient liegt da nicht, weil er jetzt irgendwie einen Notfallpickel hat oder so, der da ausgedrückt werden muss. Der hat sich das Bein gebrochen, Oberschenkelhals gebrochen, Hüfte kaputt. Kannst du halten, wie du willst, aber das ist nichts für einen Dermatologen, Mann. Oder was willst du machen? Willst du gleich untersuchen, ob er irgendwo Hautkrebs hat oder was? Zieh dich mal nackig aus, ich muss mir mal deine ganzen Punkte auf der Haut angucken da. Seh zu, dass du abbaust da und lass mich hier meine Arbeit machen, Mann. Echt, kann doch wohl nicht wahr sein, du hast. Kriegst so einen Blutdruck, da. Und sowas habe ich schon ganz oft erlebt. Da kommen die da an, ich bin Gynäkologe, ich bin Dermatologe, ja, ich bin Psychologe. Ja, ohne Scheiß, habe ich schon gehabt. Notfallpsychologe. Du, mein Patient hat unstillbares Nasenbluten, ja? Der hat nichts an der Birne jetzt gerade. Ne, also ist nicht so, dass das Gehirn gerade ausschmilzt oder sowas. Und da muss man ganz schnell einer hin und hinten im Rettungswagen die Couch reintragen lassen oder was, damit er sich hinlegen kann. Erzähl mal was über deine Kindheit. Irgendwie muss er die Nasenbluten gekommen sein oder was? Meine Fresse nochmal. Lass die Scheiße sein da. Lass ihre Arbeit machen da. Guck mal, komm ich schon ganz durcheinander hier. Jetzt brauche ich, glaube ich, gleich einen Notfallpsychologen hier. Meine Fresse nochmal, doch. Hey, doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch.